Leute und herzlich willkommen zurück. Auf mein Dababit bin und es ist genau eine Woche der zweiten Woche Festival. Ab diesem Zeitpunkt, wie gesagt, die dritte Woche und es fängt, so gesagt, das Sommerfest an. Und das Regenbogenfestival ist aus, sagen wir mal so. Ganz Info an der Hand, was ich hier trage. Da gibt es auch noch mehr Sets. Gucken wir uns ja sowieso jetzt die ganzen Sachen hier mal an. Hier gibt es hier in Bekleidung Pflanzengrün. Eigentlich schon alles gekauft. Auch dieses Jahr ist wohl das Midsommerfestival leider das letzte Mal da. Aber es wurde eine Umfrage gestartet, welche Aktivität des Midsommerfestivals soll denn drinne bleiben, wurde gestellt. Wenn ihr Ideen habt, ich wäre zum Beispiel für die Instrumente oder für das Angeln, dass es drinne bleibt. Er kann gerne auch Star Stable in dem Fall schreiben. Ich werde das später auch noch machen. Ja. Und dann kommen wir gleich zu den zweiten. Wenn ihr auf Gutschein einlösen geht, über euren Account und das hier eingebt, einen Moment. War falsch. Jetzt kommt das. Also das hier Feeling blendet. Schau mal, ob das richtig geschrieben ist. Ja, 100 pro richtig. Dann bekommt ihr, zeige ich euch per Briefkasten, diese Sachen. Die Handschuhe pracht in Königsblau. Stiefel pracht in Königsblau, also die Jacke. Den Helm und die Dressurjacke des Himmelblaus. Also die werdet ihr dann umsonst bekommen. Das völlig gratis. Dadurch. Und dann sieht man ja hier ist was los. Ich habe noch nicht angefangen, außer zu kaufen. Hier was einzurichten, das wollen wir nämlich gleich zusammen machen. Aber bevor wir das tun, gucken wir uns auch die anderen Shops an. Bin ich noch nicht fertig mit dem Kaufen. Einmal hier, diese Sachen sind jetzt zurück. Auch da ist ein paar Sachen, naja, ich glaube nicht, dass die jetzt neu sind. Sachen wieder da. Das habe ich letztes Jahr schon eingesammelt. Ich werde mir jetzt erst in die kleineren Sachen machen. Ich hoffe, da kommt noch mal irgendwas zurück ab nächstes Jahr. Ja, in dem Fall. Und dann hier noch mal dieses hier. Ich will nach und nach die Sachen hole. Ich würde sagen, wir fangen mal mit die Quest an und dann starten wir die Aktivitäten. Fangen wir mal bei
Ranger Marisol an. Im Rahmen des Midsommerfestes feiern wir gemeinsam mit unseren Familien und unseren Freunden. Die langen Tage des Sommers ist es im gesamten nördlichen Europa gern gesehen. Aber am meisten freuen sich die Leute in Jorvik darauf. In diesem Jahr wird das Midsommerfest von den Jorvik Rangern organisiert. Es soll das größte werden, das Jorvik gesehen hat. Wir sind fast fertig. Die Vorbereitungen, aber ein paar Dinge gibt es immer noch zu tun. Meinst du, dass du uns dein Pferd uns und mein Pferd? Ja, wir können helfen, gut. So lob ich mir das. Meine Kollege könnte an drei Punkten deine Unterstützung brauchen. Anislav kümmert sich um das Aufstellen der Midsommerstangen. Ashley, unsere Feuersicherheitsexpertin, ist mit dem Lagerfeuer beauftragt. Und Dylan soll die Tische für Bankett decken. Mit deiner Hilfe kann die Party nun beginnen. Leider sieht es so aus, ob es noch keine Musik gibt. Bin gespannt, ob sich das noch ändert. Ranger Dylan. Oh toll, Marisol hat uns Unterstützung versprochen. Da bist du. Ich kümmere mich um das Midsommerbankett auf der Speisekarte. Axt. Von Südho, Hering aus dem Westkap, Kartoffeln von Steve und frische Beeren aus Nebelvoll. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, mit dem Bauch, den Bauch vorzuschlagen. Nicht, dass ich etwas anrühren würde, bevor die Gäste satt sind. Haha, auf jeden Fall müssen wir die Tische und Stühle aufstellen, bevor wir das Essen auftischen können. Du hilfst uns doch dabei, oder? Thomas Morland war so nett, uns einige Klappstühle und Tische aus in den Stall zu stellen. Er sollte schon alles vorbereitet haben. Du müsstest nur hinreiten und sie einsammeln. Das mache ich doch glatt. Im Stall also wieder mal. Auf jeden Fall. Hier muss Bronco sein. Ach, ich seh's. Das Pferd tut mir jetzt schon leid. Armes Pferd. So viel Kistenstuff. Jetzt wäre Leggy am Start. Schön. Das mit den Tischen und Stühlen hast du gut gekriegt. Erinnere mich später daran, dass ich mich bei Thomas bedanke. Er ist in diesem Jahr eine richtig gute Hilfe beim Fest. Er meinte, er wollte dafür sorgen, dass sich Jorvik den Mädchen in seinem Reitlager vor der besten Seite präsentiert. Apropos beste Seite von Jorvik, kümmern wir uns weiter um das Bankett? Gut.
Da ist es. Wo ist mein Pferd jetzt eigentlich hingestellt? Wer im Ort fragt mich. Ich muss es danach unbedingt finden. Denn Dylan? Das Pferd habe ich erstmal gefunden. Jameson Fort Pinter ist so groß und stellt die Leckereien für das Bankett zur Verfügung. Gerade eben hat er mir geschrieben, dass alles zum Abholen bereit ist. Könntest du nach Fort Pinter reiten und das Essen einsammeln? Es sollte schon neben der Disco auf dich warten. Mal Disco? Wer noch für eine Aufgabe? Wir erwarten viele Gäste beim diesjährigen Fest. Wenn alle Leute amüsieren, lachen könnte, dass die Musik direkt über schön. Eine gute Party ist eine laute Party. Ich möchte, dass die Gäste das Uts, Uts, Uts in die Knochen spüren. Zum Glück hat James außerdem angeboten, dass wir uns die Boxen der Disco in Fort Pinter für die unseren Midsommerbühne ausleihen können. Meinst du, du könntest auch die abholen? Ich bestimmt in die Disco rein muss. Dann nehmen wir mal das mit und bringen es ihm hin. Das Pony ist überladen. Also in den Fenster. Überhaupt noch, wo ich hin muss. Auf der den Boden am besten achten jetzt hier. Aber ob es runterfällt, ist ein Ding. Ich nie. Wir steigen mal hier. Der da steht.
Okay. Aber jetzt. Mit den Lautsprechern. Sorry. Es riecht so lecker. Ich könnte das Essen im Bankett selbst verschlingen. Na gut. Alle anderen bedient haben. Was ich am Midsommer am meisten mag, ist, wie glücklich alle aussehen. Während dies in Sommerschein unterwegs sind, dieses Jahr verbreiten wir ein wenig Freude, indem wir Midsommergrüße an Leute aus ganz Jorvik schicken, die du vielleicht schon getroffen hast. Ja, das kann ich machen. Das ist erledigt. Geht mein Pferd eigentlich hier noch? Schweigen mich. Den warten wir mit. Ja. Dann haben wir ihn fertig. Gehen wir zu... Ranger... Stanislav. Ein Midsommerfest ist nur mit einer Midsommerstange wirklich perfekt. Sie muss hoch genug sein, dass manche sie auch aus der Ferne sehen kann. Jedoch, ach, wuchtig und stark genug, dass sie sich wochenlange Tänze um sie herum gut überstehen. Zufällig befindet sich genau die richtige Stange durch die Straße runter beim Bauernhof von alten Jasper. Ich habe den Besitzer gefragt und er meinte, wir könnten sie gerne mitnehmen. Ist so schwer für mich, aber du hast ein gutes, starkes Pferd. Vielleicht könnte ihr bei die Stange herbringen. So. Müsste eigentlich schnell gehen, wenn ich noch weiß, wo es ist. Einziges Problem, was ich haben werde, ist ständig mein Pferd zu finden. Ausgezeichnet, jetzt müssen wir sie nur noch schmücken. Schmücken die Midsommerstangen zu Ehren der Jahreszeiten. Mit frischen grünen Blättern in den Wäldern zwischen hier und dem Morlandstall gibt es Äste in Hülle und Fülle. Wir benötigen viele Blätter. Nimm also bitte dein Pferd mit und sammel so viel ihr Zweig tragen könnt. So. Weil dies wird auch gleich. Eine richtige Midsommerstange wird mit Wildblumen geschmückt, um die Schönheit des Sommers zur Schau zu stellen. Ich glaube nicht, dass Thomas Morland etwas dagegen hätte, wenn du ein paar Blumen in den nahegelegenen Wäldern pflückst. Warum machst du uns dein
sperrt euch nicht auf den Weg und besorgst einen bunten Blumenmischung. Okay, das reicht mir mit dem Lesen hier ab dem Punkt. Gehen schon. Armes Twin. Ist eigentlich ein Sport. Für mich ein Sport oder ein Rennen und ein Springpferd. Ja, warum eigentlich nicht? Aber es dürfte eigentlich nicht schwer sein. Da gehe ich sowieso gleich runter. Dann haben wir das jetzt und dann drehen wir um. Hier sind die Blüten. Okay, dann haben wir das. Dann wird hier die Blumenwache rangemacht. Wunderbar, das wird die tollste Midsommerstange seit eh und je werden. Jetzt kommen die Blumen, wie es aussieht. Ja. Das Twin. Die Midsommerstange, sie sieht fantastisch aus, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas fehlt. Jetzt fällt es mir ein. Blumenkränze. Blumenkränze fehlen noch auf der Stange, um auf traditionelle Weise feiern. Zufällig habe ich eine Werkbank aufgestellt, damit Gäste ihre eigenen Blumenkrone basteln können. Du könntest dort größere Kränze flechten. Lauf rüber zum Blumenkronenwerkbank und bastel 4 Kränze für unsere Stange. Letztes Jahr war es genau hier. Genau. Herstellen.
werden wir erstmal Vierer erstmal herstellen von das und dann bringen wir ihm die. Müsste jetzt nochmal 4 sein, genau. Sehe ich gerade. Was gezeichnet? Schmücken wir diese Stange damit? Hat es doch schöne Grenze. Und jetzt fehlt, glaube ich, nur noch das Aufstellen. Jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun. Es wird Zeit, diese Stange aufzustellen. Das machen wir zusammen. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Geschafft. Seht ihr das an, diese großartige Midsommerstange in Ganzjorvik und das perfekte Hintergrund, den Froschtanz. Du weißt doch, wie der geht, oder? Nein. Wir probieren den mal das nächste Mal aus. Muss eigentlich nur in der Nähe der Stange stehen für sowas. Dann geht was zur nächsten Person. Krieg mal von hier Seite aus als jemand. Avenger Ashley. Gehen mit Sommerfest braucht ein Lagerfeuer, mit die Party bis in die Nacht darauf kann. Deshalb sollten wir einfach etwas Holz sammeln und es mit flüssiger Zinner bespritzen. Und schon sollten unter die Flamme, stimmt's? Nein, wir Ranger spaßen nicht mit Feuer. Ein Funken genügt und ein ganzes Wald ist in Asche verwandelt. Deshalb machen wir das Ganze dieses Jahr auf meine Art. Auf die sichere Art. Ich habe bereits einen Platz für das Lagerfeuer aufgesucht. 18 Meter von jeglichen Bäumen und Gebäuden entfernt. Jetzt benötigen wir Kleinholz als Basis für das Feuer. Der alte Jasper hat angeboten, uns etwas von überflüssigem Holz zu schenken, das schon seit Ewigkeit auf seinem Bauernhof herumliegt. Das sollte den Zwecken hervorragend erfüllen. Könntest du und Babbitton helfen, es herzuholen? Du wirst dieses Holz auf gesunde Art hochheben, wenn du dein Pferd damit belädst. Ja, natürlich willst du das. Uns beiden die Sicherheit am Herzen. So, jetzt musst du wissen. Ob das wirklich an der alten Farm noch ist. Weil, Jasper hat nämlich inzwischen schon mehrere. Das ist 2 Grundstücke wenigstens. Aber man sieht eigentlich, dass man da hier hin muss.
eingefordert. Bring ihn hier rüber. Ui, Picknick. Die Rangerin müsste hier stehen. Perfekt, unser Lagerfeuer sieht schon vielversprechend aus. Und als kleinen Bonus haben wir ein potenzielles Feuerquelle von Jaspers Bauernhof entfernt. Ein Doppelsieg für die Sicherheit. Okay. Kommt jetzt. Wo steht mein Pony? Ach, Twin steht jetzt da. Wir brauchen noch mehr Materialien, damit das Feuer bis spät in die Nacht brennen kann. Und ich weiß ganz genau, wo wir das finden. Hier in der Nähe gibt es eine CED-Baustelle, auf der haufenweise gutes Holz herumliegt. Und Bubble Twin, ihr werdet es für uns holen. Ihnen auf keinen Fall, die Jorvik Rangers dienen der Regierung. Ich beanspruche dieses Holz ganz einfach für den allgemeinen Nutzen. Vertrau mir. Das ist in Ordnung so. Kommst du mal durch? Ich gleich ein bisschen Recycling machen. Noch, dann können wir da gleich wieder runter. Und der letzte. Das sollte für den Anfang genügen. Holz sein, ich bin mir ziemlich sicher, dass Kema aus Nebelfeuer mehr Holz mitbringen wird, das sie beim Freiräumen der Wege gefällt hat. Gut, diese Party wird heiß. Okay, wie sieht's aus? Jetzt sieht es so aus. Kann ich schon ansprechen einfach? Nö, ich muss mich umdrehen. Jetzt wird es Zeit für ein Feuerchen.
Normalerweise würde ich darauf bestehen, es selbst anzuzünden, um sicher zu sein, dass niemand in Gefahr ist. Du hast jedoch schon sehr geholfen. Vielleicht möchtest du diese Ehre haben. Nehmen Sie mir die Ehre. Das sieht so blöd aus. Mal wie es aussieht. Die Textur sehr flach. Naja. Das hat sich immer noch nie bessert. Dass man das richtig in der Hand hält. Ja, ja, brenn. Äußbar. Entschuldigung. Manchmal gehen die Gefühle mit mir durch. Das mit dem Feuer hast du gut gemacht. Sehr. Danke sehr. Dann gucken wir mal. Ranger Marisol. Was will sie? Bevor wir das Blutwasser rausholen. Ja. Dann gibt es noch einen letzten kleinen, damit dieses Midsommerfest, glaube ich, nie vergessen wird. Erinnerst du es genau? Hier muss die Jovikische Fahne oben auf die Midsommerstangen platzieren. Du hast dich mit deiner ganzen Hilfe selbst übertroffen. Deshalb finden wir, dass dir die Ehre gebührt, Fahne zu hissen. Mach schon, kletter hoch. Hera, du schaffst es. Eigentlich gebührt das mein Pferd. Als das die meiste Arbeit gemacht hat. Und das wird gehisst. So klein bis die Fahne. Immer wenn ich sehe, die Jovics Fahne weht, steigen mir ein paar Tränen in die Augen. Jedes Mädchen, das Pferde mag, kann Jovic sein Zuhause nennen, selbst wenn es nicht hier geboren wurde. Wir sind hier alle eine Familie und deshalb wird das beste Midsommerfest aller Zeiten werden. Drehen wir jetzt die Musik auf und stürmen das Bankett. Das Midsommerfest geht los. Ach, gesehen sind wir fertig. Oh, das ist jetzt noch eine Quest hier hinten am Zelt gibt. Ich allerdings in der nächsten Folge machen werde. Und wo wir uns dann auch diese ganzen Sachen wie Angeln und was es hier noch so gibt, anschauen werden. Ja? Okay, dann würde ich sagen, man hört und stört sich. Bis in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.